Kreispokalfinale in Köln, das bedeutet das Wiedersehen von zwei alten Bekannten. In der vergangenen Spielzeit spielten sowohl der aktuelle Titelverteidiger FC Pesch als auch die Sportgemeinschaft Köln-Worringen in der Landesliga. Für Pesch ging es nach der Saison eine Liga rauf, für Worringen eine runter. Im Duell um den Pokal also ein Oberligist und ein Team aus der Bezirksliga. Pesch in Weiß von rechts nach links im ersten Durchgang sofort in der Offensive. Das ist Marcel Dawidowski und schon klingelt's 1:0 für den Favoriten. Das Ganze natürlich ein maximal unglücklicher Auftakt für Worringen. Am Ende ist Ayman Gabteni der Pechvogel. Der 36-jährige Routinier, ein ganz, ganz erfahrener Spieler, kann aber trotzdem den Rückstand nicht verhindern. Die frühe Führung, der Auftakt in eine fulminante Anfangsphase der Pescher. 11 Minuten rum, Freistoß Pesch, 2:0. Fatih Sezer legt seine ganze Erfahrung und seine Technik aus Regionalliga-Zeiten beim SV Bergisch Gladbach in diesen Freistoß. David Lehmann im Kasten sieht den Ball spät und ist dann nicht schnell genug im Eck. Die SG Worringen in der Folge geschockt. So viel vorgenommen hatte sich das Team von Abdullah Keseroglu und es wurde nicht besser. Kuyunchu mit dem Fehlpass, Dawidowski sagt Danke, 3:0 für Pesch. Mit seinen Toren war er schon in der vergangenen Saison maßgeblich am Aufstieg seines Teams beteiligt und solch ein Geschenk für den 22-jährigen Dawidowski natürlich nur Formsache. Nächste Szene und die Bilder gleichen sich. Schon wieder ein schlimmer Fehlpass. Miron Wessels, kleines Tänzchen und was dann folgt, ist einfach nur schön. 4:0 mit kleinem Gruß ans ehemalige Team Wessels, von 2013 bis 2016 für Worringen aktiv. Auch der Topstürmer des Mittelrheinligisten darf also mal zeigen, was er drauf hat. Und das ist ohne Zweifel eine ganze Menge. Der Underdog aus der Bezirksliga wirklich nicht zu beneiden. Nach gerade einmal 20 Minuten mit 0:4 hinten in der Defensive mit schlimmen Patzern und vorne lief nicht viel zusammen bis zur 38. Minute Mitsushima. Unsanft gelegt, der Strafstoß unstrittig. Ekrem übernimmt die Verantwortung, nur noch 1:4, ein Lebenszeichen der Worringer. Die Jungs vom FC Pesch in der Folge ohne wirkliche Kontrolle über das Spiel. Sie ließen es ein bisschen schleifen hier und da, die ein oder andere Ungenauigkeit und im Gegensatz dazu die SGW mit einer tollen Moral gaben sich nicht auf und das wurde belohnt. Lee mit dem 4:2 kurz vor der Halbzeit, der 22-Jährige aus Nordkorea, im vergangenen Jahr zum Team gestoßen, hilft seiner Mannschaft mit ein bisschen Hoffnung in die Pause zu gehen. Das Spiel in der zweiten Halbzeit deutlich ausgeglichener. Die besseren Chancen immer noch beim Favoriten aus Pesch, aber auch die Worringer jetzt aktiv mit riesigem Kämpferherz und Einsatz und mit der Belohnung. Mitsushima ist da, 71. Minute, das 3:4 und jetzt waren sie wieder dran, die Jungs von Abdullah Keseroglu. Doch genau in diese Phase hinein die nächste unglückliche Aktion in der Abwehr und wieder ist es Dawidowski, der sich bedankt. Das 5:3 für den FC Pesch. Die Erleichterung war den Jungs von Peter Maus und Ali Meybodi deutlich anzumerken und die Nummer 7 gewohnt ohne Nerven vor dem Kasten. Aber auch an dieser Stelle nochmals ein Riesenkompliment an die Moral der Worringer. Der Kopf war sofort wieder oben, nur eine Minute nach dem erneuten Rückschlag. Papoulidis mit dem 5:4, ein unfassbares Spiel. In den letzten 10 Minuten der Partie musste die Sportgemeinschaft aus Worringen dann dem Tempo des Spiels ein kleines bisschen Tribut zollen, konnte sich nicht mehr entscheidend in Position bringen. In der Nachspielzeit der Partie Sebastian Bodenröder mit dem 6:4 für den FC Pesch, der Schlusspunkt einer Partie, die mit torreich nur äußerst unzutreffend beschrieben ist. Am Ende müssen sich die Worringer also die Frage gefallen lassen, was in den ersten 20 Minuten der Partie so gründlich schief ging. Auf der anderen Seite der Bezirksligist den Rest der Partie mit einer klasse Leistung, auf die man ganz sicher stolz sein kann. Beim FC Pesch hingegen auch nach Abpfiff der Jubel äußerst verhalten. So richtig laut freuen wollten sich weder Spieler noch Trainer. Dennoch heißt am Ende der Sieger des Kölner Kreispokals genau wie im vergangenen Jahr FC Pesch.